So, in der nächsten halben Minute müsste das jetzt losgehen können. Okay. Ein Los kaufen. Dieses Los ist sozusagen ein Adoptionspapier. Entsprechend der Losnummer geht auch eine Ente mit der Nummer an den Start. Die Tigerente kam zustande, weil Herr Janosch uns schon in früheren Zeiten mit Artikel irgendwo, ja, der hat Artikel zukommen lassen, oder unsere Tagesaufenthaltsstätte heißt Panama, und von daher war die Tigerente einfach passend für unsere Veranstaltung. Unsere Aufgabe ist die Beaufsichtigung, dass keiner hier ins Wasser fällt und dass eventuell dann das abgesichert wird von unserer Seite her. Unsere Herrenmannschaft ist heute hier als Security und sichern hier das Gelände ab und gucken, dass keine Autos hier aufs Gelände fahren dürfen. Ja, und die Jugendmannschaft ist heute gebeten worden, sich hier doch mal vorzustellen, ein bisschen Promotion zu machen, und wollen einfach ein paar Kinder auch mal einbinden und diese an den interessanten Sport teilzuhaben. Unsere Aufgabe heute besteht darin, die äußere Begrenzung sozusagen der Tigerenten zur Verfügung zu stellen. Das sind zweimal 120 Meter gummierter Schlauch, damit die Tigerenten nicht abbauen können. Außerdem kümmern wir uns so ein bisschen um den Transport der Tigerenten, sowohl zum Schiff, wo sie starten, als auch hinterher, um sie wieder alle einzusammeln. Wie gesagt, sind 13.000 Stück in etwa. Also ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich würde vermuten, eine, die recht nah vorne am Rand liegt und ungefähr in der Hälfte von der Höhe liegt. Sehr schön, ich höre dich auch. Ich bin hier auf dem Boot mit 11.386 Enten und sie wollen jetzt ins Wasser. Du darfst zählen. Danke. Aber echt, Brüster! Ja, aber auch, komm. Wenn auch ein Zeit verloren geht, wechseln nicht immer in dieser Weise. Ich würde es Ihnen wünschen, wenn Sie heute ganz vorne dabei sind, denn Sie hätten es wirklich verdient. Sie haben ja vor dem Rennen extra noch Schwimmstunden genommen. Oh, ich sehe gerade, es löst sich eine zweite Ente. Eine behinderte Ente, sogar. Es ist eine behinderte Ente.